Ich gebe dir heute fünf effektive Tipps, wie du Sidechain Compression kreativ einsetzen kannst. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Bei der Sidechaining-Technik wird eine Spur, meist eine Audiospur, durch das Signal einer anderen Spur beeinflusst. Eine Sidechain-Technik, die du jeden Tag im Radio hörst, ist das sogenannte Ducking, wenn zum Beispiel die Musik automatisch leiser wird, wenn der Moderator anfängt zu sprechen. Zum Sidechainen brauchst du immer einen Auslöser oder auf Englisch einen Trigger, der den Sidechaining-Effekt auslöst. In Beispiel 1 zeige ich dir jetzt den klassischen Bassdrum-Trigger, der oft dazu benutzt wird, um Flächen zum Pumpen zu bringen oder irgendwelche anderen Signale meist immer auf die volle Viertel wegzudrücken. Hören wir uns dazu zunächst mal dieses Beispiel hier an. Es klingt ganz gut, aber es ist ein bisschen wenig Bewegung drin, es ist ein bisschen wenig Dynamik drin und vor allem die Percussion-Spur hier spielt immer in der gleichen Lautstärke, auch alle Instrumente. Und um jetzt mehr Dynamik reinzubringen, möchte ich diese Percussion-Spur hier über die Bassdrum-Spur triggern. Dazu nehme ich mir in diesem Fall jetzt als erstes mal einen Kompressor direkt von Logic selber her. Und ich nehme den Studio FET, weil der ganz gut einzustellen ist. Bei Logic ist es jetzt ganz cool, bei Logics Kompressoren, weil da kannst du die Sidechain relativ einfach einstellen. Ich zeige dir nachher auch noch, wie es mit einem Kompressor von einem Drittanbieter funktioniert. Du gehst also in Logic direkt hier oben einfach auf Sidechain und wählst dann, welches Instrument als Trigger fungieren soll. Und in diesem Fall ist das die Bassdrum 1 hier aus Beispiel 1. Die finde ich ganz oben hier in der Audiospur. Das bedeutet, der Kompressor wird jetzt von dieser Bass oder reagiert jetzt auf diese Bassdrum-Spur, hängt aber im Kanalzug der Percussion-Spur. Wie du es am einfachsten jetzt einstellen kannst, um möglichst schnell den Effekt zu hören, ist, indem du Attack und Release ganz nach unten drehst. Ratio wäre so zwischen 5 und 8 ist meistens ganz gut. Und die Threshold drehen wir jetzt dann so weit runter, bis wir einen starken Pump-Effekt hören. Anschließend stelle ich Attack und Release wieder so ein, dass es nicht zu krass kommt, sondern genau so, dass ich einen guten Effekt erziele. Ich mache den Kompressor erst aus und an, damit du direkt hören kannst, wie der Effekt sich anhört. Ohne. Ja, und jetzt atmet dieser ganze Loop wesentlich mehr, wesentlich besser, ist wesentlich mehr Dynamik drin. Dabei ist es natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, wie heftig jetzt du diesen Sidechain-Effekt hören möchtest. Auch wenn meistens die Bassdrum als Trigger benutzt wird und wenn das sehr, sehr üblich ist, kannst du natürlich auch andere Quellen oder Instrumente als Sidechain-Trigger nutzen. Im nächsten Beispiel benutze ich dafür jetzt eine Snare-Drum, die unseren Flächensound auf den Backbeat nach unten drückt. Den Snare-Drum-Trigger probieren wir jetzt hier am Beispiel 2. Wir haben hier also Bass und Bassdrum und wir haben hier ein Pad. Und dieses Pad möchte ich jetzt nach unten drücken. Und zwar nicht, wie es meistens gemacht wird, über die Bassdrum, sondern in diesem Fall über die Snare Drum. Ich finde das einen unglaublich spannenden Effekt, der echt viel mehr Bewegung in so einen Mix bringen kann. Ich habe jetzt also hier meine Pad-Spur. In diesem Fall habe ich von Native Instruments eine LA-2A-Simulation geladen. Ich brauche nicht so einen ganz so einen schnellen Kompressor, weil es ja nur die Snare Drum auf 2 und 4 kommt. Ich gehe also wieder hier oben auf Sidechain. Und in diesem Fall brauchen wir jetzt die Snare Drum, Snare Drum A, Beispiel 2 heißt die hier. Und da gehe ich hier ran und da haben wir sie schon, Snare Drum A, Beispiel 2. Und dieser Kompressor hier ist jetzt relativ intuitiv einstellbar. Du hast nur eine Peak Reduction und ein Gain. Und ich fange mit der Peak Reduction hier an und drehe die so weit runter, bis ich höre, okay, das Pad wird runtergedrückt und kommt dann langsam wieder zurück. Ich muss hier noch Sidechain Gain aktivieren und dann kann ich auch schon loslegen. Hier kannst du so ein bisschen steuern, du hörst also, je weiter ich hier reinfahre mit der Peak Reduction, desto stärker wird die Snare Drum nach unten gedrückt und je weiter ich wieder zurückkomme,
desto weniger wird es. Und dadurch, dass ich hier einen Kompressor mit relativ langsamer Reaktionszeit gewählt habe, kommt das Pad auch wieder schön langsam zurück und wabert so schön im Hintergrund hin und her. Und das ist viel weniger statisch als vorher. In den letzten beiden Beispielen war unser Sidechain-Trigger, also in Beispiel 1 die Bassdrum und in Beispiel 2 die Snare-Drum, immer zu hören. Du kannst dir aber auch einen Trigger bauen, der sozusagen unsichtbar ist, der wie von Geisterhand eine Fläche oder ein Signal zur Seite drückt. Das machst du über einen sogenannten Ghost-Trigger. Unseren Ghost-Trigger bauen wir hier auch mit Beispiel 2 und hören dazu jetzt einfach mal weiter rein. Jetzt haben wir das Problem hier, dass hier unser Trigger, nämlich die Snare Drum, weg ist und wir hören diesen Effekt nicht mehr. Das lässt sich aber relativ einfach regeln über besagten Ghost Trigger. Ich mache jetzt Folgendes dafür: Ich lege mir eine neue Spur an und kopiere die Snare Drum hier nach unten auf diese Spur direkt. Und diese Snare Drum lege ich jetzt hier an auf diesen Part, wo ich möchte, dass das Pad runtergedrückt wird. Allerdings haben wir ja gesagt, ich möchte nicht, dass die Snare Drum hier gehört wird. Und deswegen gehen wir jetzt hier rein, das ist Audio 13, ich nenne das einfach mal Snare Drum B. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss den Ghost Trigger ins Leere laufen lassen, das heißt, dass er nicht hörbar ist. Und dazu wähle ich hier einfach Ausgang ohne aus. Im Moment geht es hier in den Stereo Out, also es kommt hier raus, wo man alles hört, und jetzt mache ich einfach ohne. Das bedeutet, selbst wenn die Spur läuft, also jetzt, und du siehst, dass du hier einen Ausschlag hast, hörst du nichts. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach für unser Pad diese Spur als Trigger zu wählen. Das heißt, ich öffne wieder meinen LA-2A und wähle jetzt die Snare Drum B aus. Das ist die hier, die ich gerade angelegt habe. Und dann wird das Pad getriggert, ohne dass du den Trigger, also in unserem Fall die Snare Drum, hörst. Auch ein sehr cooler Effekt. Du kannst diese Sache jetzt natürlich noch wesentlich weiter treiben, und zwar kannst du dir auch einen kreativeren Trigger bauen. Zum Beispiel, indem du jetzt hier als Ghost Trigger nicht die Snare Drum wählst, sondern diesen Topper, also unsere Hi-Hat-Spur oder ja diese Percussion-Topper-Spur. Damit kannst du wesentlich mehr Bewegung in so ein Pad bringen. Wenn du jetzt zum Beispiel möchtest, dass das Pad nicht nur auf die Backbeats runtergedrückt wird. Ich gehe also hier wieder in den Kompressor rein und wähle jetzt in diesem Fall unsere Topper-Spur hier aus, die ja wesentlich unruhiger ist als nur diese Snare-Drum-Spur. Wir gehen also wieder rein und ich muss sie kurz suchen. Hier ist sie schon. Und jetzt können wir das Pad praktisch im Rhythmus des Toppers zerhacken. Probieren wir das mal aus. Auch das ist ein ziemlich spannendes Ergebnis, wenn jetzt auch hier für dieses Beispiel, also für schnellere rhythmische Trigger, ein etwas schneller greifender Kompressor besser gewesen wäre. Übrigens, um Signale sidechainen zu können, um sie kreativ bearbeiten zu können, brauchst du hervorragende Rohspuren und dazu musst du sie erstmal aufnehmen. Und wenn du dich da noch unsicher fühlst beim Mikrofonieren von Gitarrenamps, wie du Drums mikrofonierst oder welches Mikrofon für die Sängerin oder den Sänger das Beste ist, dann habe ich dir ein PDF vorbereitet, und zwar in 7 Schritten zur perfekten Aufnahme. Da zeige ich dir mein Aufnahmesystem, wie ich dafür sorge, dass ich immer sehr gute Rohspuren, sehr gute Tonaufnahmen mache. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt und da kannst du dir es runterladen. Jetzt geht es aber weiter mit Beispiel Nummer 5 und das nenne ich mal den subtilen Sidechain-Trigger oder den Mixing-Trigger. Das wird meistens dafür verwendet, um Bass und Bassdrum sauber abzumischen und dafür zu sorgen, dass sie die richtige Balance haben. Hören wir auch in dieses Beispiel kurz rein. Es ist hier jetzt so, dass der Bass Achtel durchspielt und die Bassdrum spielt Viertel.
Und der Bass ist auch relativ präsent, was auch gut ist, denn er hält den Laden so ein bisschen zusammen mit seinen Achtel. Dennoch neigt die Bassdrum so ein kleines bisschen zu versinken hinter dem Bass. Und wenn du dich immer auf den Downbeat hörst, wenn die einschlägt, und deswegen ist der Trick jetzt hier, den Bass über die Bassdrum zu triggern und somit ein kleines bisschen wegzudrücken, wenn die Bassdrum einschlägt. Also wesentlich subtiler und nicht so stark hörbar, sondern mehr als Mixing-Technik. Ich gehe wieder nach dem gleichen Prinzip vor. Das bedeutet, ich suche mir die Bassdrum raus. Das ist jetzt die Bassdrum Nummer 3, Beispiel 3. Also Bass wird über die Bassdrum getriggert und ich gehe hier wieder gleich vor. Einfach Attack und Release nach unten drehen. Wir gehen hier auch wieder zwischen 5 und 8. Und ich drehe dann die Threshold runter, bis es zu extrem wird und regel danach mit Attack und Release. Und dann kann ich mit der Threshold auch wieder ein bisschen zurück, so dass der Bass nur ein kleines bisschen leiser wird, wenn die Bassdrum kommt. Ich schalte mal hier in diese Ansicht, das sieht man es nämlich gerade bei den Logix-Kompressoren ganz gut. Das ist recht hilfreich, um sowas einzustellen. Mal ohne. Wieder mit. Es ist nur ein kleines bisschen, aber die Bassdrum sticht besser durch den Mix. Falls du dich da jetzt bei sowas gerade unsicher fühlst, beim Einstellen möchte ich dir noch einen kleinen Trick mit auf den Weg geben. Und zwar kannst du gerade die Release-Zeit auch zum Songtempo synchronisieren. Und dazu brauchst du einfach nur einen Taschenrechner. Und alles, was du dir dazu merken musst, ist der Wert 60.000. Also ich nehme hier 60.000. Und diese 60.000 teilst du jetzt durch das Songtempo. In unserem Fall sind das 106 BPM. Und dann habe ich die Viertelnote oder die Dauer einer Viertelnote. Das sind die Millisekunden, die eine Viertelnote in diesem Song dauert. Ich weiß aber, dass der Bass Achtel spielt. Deswegen teile ich es einfach nochmal durch 2 und komme jetzt auf 280 Millisekunden, die ich einstellen kann. Und dann sollte der Bass genau mit den Achtel pumpen hier. Und das kann ich hier oben auch direkt eingeben, in diesem Fall. Und jetzt habe ich hier meine 280 Millisekunden. Das heißt, ich habe die Release-Zeit direkt synchronisiert auf Achtel. Er wird genau eine Achtel nach unten gedrückt, wenn die Bassdrum einschlägt. Und ich kann hier wieder nachsteuern, wie stark das passieren soll. Ist zu heftig jetzt. Auch hier nicht ganz so ein krasser Effekt und trotzdem kommt auch so wieder ein bisschen mehr Bewegung in den Mix. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du all diese Sidechain-Techniken schon gekannt oder habe ich vielleicht eine ganz wichtige vergessen, die du gerne benutzt? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Ich finde Sidechain-Compression nach wie vor eine super spannende Angelegenheit, auch wenn ich es teilweise ein bisschen langweilig finde, wie es eingesetzt wird. Also oft ist es tatsächlich nur so, wie in Beispiel 1, dass eine Fläche über die Bassdrum weggedrückt wird. Und ich hoffe, dass ich dir in diesem Video ein bisschen zeigen konnte, wie du Sidechaining auch kreativer einsetzen kannst. Falls du dich für weitere spannende Sidechaining-Techniken interessierst, empfehle ich dir dieses Video. Da zeige ich dir, wie du Hall kreativ mit Sidechaining bearbeiten kannst. Ich bedanke mich jetzt bei dir wie immer vielmals fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!